meistens äußere Informationssysteme, die wir immer vermitteln. Das habe ich gelesen, das habe ich gelernt, das habe ich, aber nie geben wir die Informationen, die wirklich wissenschaftlich sind, ich nenne es so, die wirklich einen Boden haben, weil sie einfach auch von innen gekommen sind. Also dieses Verleihen und Missbrauch und schiebe hier und schiebe da von Informationen, wo es 99,99% unserer Kommunikation ausmacht. Ne? Da können wir, würde ich gerne Impulse geben, um dies einfach auch zu entwickeln, mit Hilfe und Zusammenarbeit mit allen. Und zwar für ein längeres Projekt. Mach vielleicht ein paar Beispiele, das ist einfacher. Ja? Okay. Das heißt, jetzt eben vielleicht deine Füße geben dir jetzt ständig Informationen. Okay? Was sagen die? Spürst du das? Hörst du das? Ja, eigentlich nur, dass sie sehr angespannt sind oder so, also aber so wirklich also einsortieren oder so kann ich das jetzt nicht. Okay, und weißt du, wie du das einfach immer mehr hören kannst, was sie sagen? Oder fühlst du dich getrennt? Getrennt eigentlich weniger, aber ich denke sehr, sehr langsam, also getrennt würde ich jetzt nicht unbedingt Ah, sagen. das spürst du. Okay. Gut, und würdest du das gerne entwickeln, einfach ganz genau zu erfahren, was mir jetzt die Hände sagen, was mir die Füße sagen, also alles im Körper spricht mit uns. Das ist für mich die erste Ebene der Informationsmedizin. Okay. Dankeschön. Darf ich? Ja. Was dir dein Hals oft sagt. Kriegst du mit, was dir dein Hals sagt? immer so ein Hinweis auf sich wieder aufrichten, sich wieder verbinden. Es ist quasi wie eine Last, sehr drückt in dem Moment. Ich merke, ich werde so im Rückenkugel rund hinten. Und wenn ich dahin spüre, habe ich sofort einen Impuls, mich aufzurichten, gerade zu sitzen und auch tiefer durchzuatmen. Und durch dieses Atmen beruhigen sich auch gleichzeitig alle Gedanken, die eher sind Gedanken, die das hervorrufen. Und die materialisieren sich, ja, die setzen sich fast in die Schulter hinein. Und durch dieses Aufrichten und durch das Atmen bringe ich die Gedanken zur Ruhe. Und dann ist eigentlich alles wieder Okay, das heißt, wir wissen immer, was unser Körper eigentlich sagt und wir bekommen immer genau Informationen, worum es geht, wenn wir wollen. Ne? Und eben, für mich ist einfach wichtig, diese Wissenschaft zu entwickeln und in alle möglichen Schattierungen und auf alle möglichen Ebenen. Ne? Okay, weil normalerweise wollen wir sind so ausgerichtet, okay, ich habe jetzt hier Schmerzen, bitte mach sie mir weg. Ne? Und das ist einfach, die ganze Wissenschaft ist so entwickelt, mach es mir weg. Ne? Und das ist nicht Sinn der Sache. Okay, darf ich? Nicht Kamera auf Doro, ist hässlich, Doro. Okay. Du hast heute Schmerzen gehabt? Ja, wo? In der Wade. Eine Wade. Und wie gehst du damit um? Möchtest du den Schmerz weghaben? Oder beklagst du dich? Oder? Ja, also weghaben will ich ihn schon. Ich weiß auch zum Teil, sage ich mal, woher er kommt.
aber dieses alleine Wissen, woher er kommt, macht mich noch nicht kompetent genug, dass er wieder geht. Okay. Und weißt du, wie du weitere Informationen abrufen kannst? Nein. Nein. Aber wenn du es wolltest, würdest du es können. Mann, wenn du so fängst, ja. Gut, das ist, was ich entmystifizieren möchte, dass wir so frei sind und so viele Möglichkeiten haben und wir öfter Rahmen und Raum schaffen, wo wir wissen, aha, kann ich selbst vieles selbst machen. Okay. Dankeschön. Darf ich, Doro? Ja, eben. Spürst du, was deine, kommunizierst du mit deiner Bauchspeicheldrüse? Ich kommuniziere sehr wohl und zwar täglich mehrfach. Ich höre in meinen Körper schon rein. Ich spüre, ob ich überzuckert, unterzuckert, sonst irgendwas bin, ob die anschwillt, ob die wehtut, was Gott sei Dank nicht der Fall ist. Also, aber ich bin einfach gezwungen, durch verschiedene Malessen öfter mal in mich reinzuhorchen. Und es gehört nun wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss dazu, um zu wissen, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann kaue ich buchstäblich auf irgendwas rum, irgendein Problem wahrscheinlich. Mhm. Ich muss nur immer die Zeit finden, mich dann zurücknehmen und konzentrieren, um rauszukriegen, worauf kaue ich eigentlich rum. Ja, ja. Oder warum ist da irgendwas? Und nimmst du das als Last oder als Lust? Ich nehme das als Reiz, wertfrei. Ich bewerte das nicht positiv oder negativ. Ja. Ich nehme es einfach als Signal. Mein Körper will mir irgendwas sagen. Ja, ja. Achtung, ich gebe dir jetzt hier ein Signal. Irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist im Ungleichgewicht. Ja. Schau mal, dass du es wieder ins Gleichgewicht bringst und dann geht das auch von alleine wieder weg, meistens. Und hast du in Versuchung, das wegmachen zu wollen, anstatt manchmal? Ich meine, keiner möchte gerne dauerhaft Schmerzen spüren. Natürlich möchte man Schmerzen loswerden, aber zunächst versuche ich es zu hinterfragen, ehe ich Signale einfach nur kille, um sie nicht mehr zu spüren, versuche ich erstmal rauszukriegen, ja, woran liegt das eigentlich, dass mir das und das wehtut. Okay, eben meine Absicht ist auf all diese Ebene, dass jeder sich einfach, möchte ich vorschlagen, auch Informationsmediziner nennt und auf diese Ebene das einfach auch entwickelt. Warum? Damit wir diese Wissenschaft der Intuition und der Selbstermächtigung eine Basis geben für alle. Für alle. Das heißt, wenn du sagst, du malst Bilder und du bist, deine Bilder sind berechtigt, Informationen zu empfangen und weiterzugeben und deine Bilder bewirken etwas, bist du auf die gleiche Ebene wie ein Chirurg oder wie jemand anderen, der ganz genau und ganz gezielt wirkt. Und für mich geht es um die Wertschätzung von das, was Leonardo macht, von das, was Ute macht, von das, was du machst, dass wir in der Entwicklung der Informationsmedizin auf alle Ebenen die Wertschätzung unserer Arbeit wieder Nummer eins machen. Denn wir sind im Moment jetzt nicht auf dieser Stelle. Und wir überlassen den Raum an die Energien, die nicht damit arbeiten können und nicht damit umgehen können. Und deswegen möchte ich auf viele Ebenen Erfahrung mit dir machen, Erfahrung mit dir machen, wie funktioniert dein System, wie ist dein Wortschatz, wie erklärst du das, was du machst und dann das vielleicht einfach, dass du von ihr lernst, wie sie das macht und dann mit der Zeit lernen wir, Wortschatz zu bilden, was für mich die Neugründung der intuitiven Wissenschaften, die immer
an der Spitze waren, in alle Kulturen. Ja. Und dass wir oben an der Spitze uns wieder hinsetzen, wo wir hingehören, und dass wir beginnen, aber diese Arbeit zu machen. Wenn wir es nicht tun und jeder in seinen kleinen Wortschatz ein paar Impulse gibt, dann werden wir nie in diese Dimension einfach auch kommen. Und deswegen ist meine Einladung, Schulen und Universitäten zu gründen, weil die Arbeit müssen wir jetzt machen. Also jeder in seinem Wortschatz ist zu sehr begrenzt. Ne? Und wir wissen, dass die Art, wie wir arbeiten können, wenn ich jetzt Leonardo bitte, so jetzt oder frage, uns Informationen zu geben für das, was heute mit der Sonne geschieht, ne? Dann nimmt er einfach den Didgeridoo und wir erkennen durch ihn plötzlich was besser als jeder Teleskop. Ne? Und das ist das Drama, wo ich denke, okay, ja, wann fangen wir an? Wann fangen wir an? Und in der Selbstisolation der Forschung, so wie ich das jetzt überall sehe, ist meistens läuft nicht so gut, traurig, ein bisschen, ja, uns geht's gut, wir sind glücklich, aber der Rest wirkt auf uns. Ne? Alles, was wir nicht ermächtigt haben, wirkt weiterhin auf uns und grenzt uns ein in unsere Möglichkeit, in unsere Energiefeld, auf existenzielle, auf der materielle, auf viele Ebenen brauchen wir die Mittel, um unsere Göttlichkeit auszudrücken. Und die Götter sind Götter. Okay. Eben, wir haben vorhin von Marion ein paar Aufzeichnungen gemacht. Marion. Und ja, darf ich? Das war eben, es ist unglaublich, was, ja, welche Klarheit sie hat, wenn Fragen gestellt werden. So manche, jeder sagt das, sie kann es in Worte ganz präzise sagen, Fragen beantworten. Und deswegen war für mich die Einladung hier vielleicht, dass einmal die Woche mehrere Leute kommen, mehrere Sachen stattfinden und dass diese Universität sich hier einfach auch gründen in dieser Form und immer nur aus dieser Absicht, die Ermächtigung, die Selbstermächtigung und die Ermächtigung von allen Formen unter dem Dach, so wie ich das gerne nenne, von Informationsmedizin. Warum Informationsmedizin? Weil eben, das ist die volle Wertschätzung, dass wenn man Didgeridoo spielt, ist nicht irgendeine Kunst, sondern dass Leonardo ganz genau arbeitet an mein System und ganz gezielt und verändert und bekomme ich Impulse und bekomme ich Ergänzungen und alles, was ich im Moment für mich als Individuum brauche. Ja, und das ist für mich der Beginn einfach auch dieser Einladung, auf dieser Ebene so zusammenzuarbeiten, dass wir in Strukturen gehen, der Wertschätzung und der Selbstermächtigung, wo alle dann aber einfach auch unterstützen. Und wenn ich eben, Ute, darf ich? Wenn ich Ute frage, hast du jetzt, also so sehe ich eigentlich, sollten können Firmen, Universitäten und so weiter arbeiten, ne? Oder Institute. Hast du für uns, für das Verständnis dieser Veränderung und die Notwendigkeit, dass wir aussteigen aus der Kapsel und einsteigen in den Organismus-Sphäre, dieser Beginn, dieser neue Zeitalter, hast du ein Lied für uns? Ja. Wow. Mhm. Die Antwort kommt immer vorher. Hey, yo.
ich vertraue meiner Kraft, denn sie hat mich hier zu euch gebracht. Liebe, Lust und Leben, Liebe, Lust und Leben, hey, yo. Ich vertraue meiner Kraft, denn sie hat mich hier zu euch gebracht. Liebe, Lust und Leben, Liebe, Lust und Leben, hey, yo. Ich vertraue meiner Kraft. Denn sie hat mich hier zu euch gebracht. Liebe, Lust und Leben, Liebe, Lust und Leben, hey, yo, ich vertraue meiner Kraft. Denn sie hat mich hier zu euch gebracht. Liebe, Lust und Leben, Liebe, Lust und Leben, hey, yo, ich vertraue meiner Kraft. Denn sie hat mich hier zu euch gebracht. Liebe, Lust und Leben, Liebe, Lust und Leben, hey, yo, ich vertraue meiner Kraft. Denn sie hat mich hier zu euch gebracht. Liebe, Lust und Leben, Liebe, Lust und Leben, hey, yo. Yeah. Eben, ich kann jetzt, was Informationsmedizin betrifft, es gibt natürlich viele Systeme, die schon so angemeldet sind. Aber ich möchte schon eine Neugründung, eine Reinheit reinbringen, dass es alles, was von außen kommt, ist anders als das, was von innen kommt. Auch wenn die Homöopathie entwickelt worden ist von innen und trotzdem wird es oft einfach von außen geführt. Auch Medizin, also auch die Medizin ist immer wichtig, wie die Art, wie ich die Sachen tue. Das heißt für all diese Berufe, dass alles, was man tut, auch die Art, wie das gemacht wird, welche Informationen ich dir gebe, wenn ich dir jetzt einen Teller serviere oder deine reparierte Schuhe oder dass diese Art wirklich die neue Wissenschaft und die, die wertvoll ist, auch die, die bezahlt wird, die Art, wie man Sachen tut. Auch wie ich die Medizin gebe, auch wenn es Medizin ist, manipulierendes, wenn ich es dir mit der richtigen Energie gebe, dann ist ja richtig. Dann ist alles klar. Ne? Dann, und wir würde ich gerne jetzt hier bei so viel Schönheit und Weisheit so mehr ein paar Beispiele machen, wie es bei jedem funktioniert. Mehr als viel einfach auch zu erzählen. Ne? Ja, dass wir gleich das erfahren. Dann kann ich dich fragen? Ja. Ja. Eben, vielleicht den gleichen Zweck, dass wir, ob du das jetzt mit Didgeridoo oder mit den Formen, die du für richtig hältst, ne? Einfach, dass wir anfangen zu verstehen, weil verstanden haben wir es noch nicht. Ne? Also theoretisch schon, aber wir wirken noch nicht in der höheren Intelligenz. Wir könnten das aber, wir tun es aber nicht. Individuell schon, aber die Erde ist rund, das heißt, du bist nicht ausgeschlossen, niemand ist ausgeschlossen. Dass vielleicht, dass du uns Impulse gibst für das Erkennen dieser neuen Zeitalter, dass wir das einfach auch tun, dass wir lernen, dass alles, was jeder tut, ergänzend ist. Ja, zum Beispiel den Didgeridoo hat eine tiefe Frequenz. Ne? Das ungefähr kann ich so einen Unterschied machen. Den meisten Musik oder Ton, was wir hören, ist immer von halbe Körper nach oben. Ne? Ne? Denn Didgeridoo ist ungefähr von hier nach unten. Ne? Das ist eine tiefe Frequenz. Verbinden mehr mit dem Boden. Ne, so.
Und diese Frequenzen bewegen uns. Ne? Das hat ein Teil von uns, was wir fast nicht machen. Alles immer, was machen wir? Ich kaufe mich eine Kräne. Ne? Aber wann mache ich Fußmassage zum Beispiel? Ne? Ne? Wann mache ich sowas? Ne? Ne? Und ja, das ist denn zum Beispiel, das sind ein halber Körper von uns, so man kann sagen, wir tun fast nicht. Ne? Wenn, was mache ich, wenn ich komme von Arbeit, wann habe ich viel gelaufen und sowas. Ne? Maximal barfuß machen, mache ich nicht mehr. Ne? Aber wenn habe ich Kopf weg, ich komme den Welt unter. Ne? Ich kenne jede Apotheke oder sowas. Ne? Und ich rufe zwar, ja, was gibt es gegen. Ne? Und so. Das heißt, wir gehen immer aus dieser neue Frequenz, ne? Aber immer hinter das. Ne? Ne? Alles, überall, was wir hören, ne? Ist so ungefähr. Aber zum Beispiel, wo es gibt ein Kontrabasskonzert, zum Beispiel, ne? Tuba-Konzert, ne? Unterton-Konzert. Nee, es gibt überhaupt nie so. Stimmt. Denn diese Verbindung. Ne? Warum? Weil es alles ist schon und wir sogar gehen wir hinten auch von dieser Frequenz. Ne? Wir wollen nach. Ne? Ich weiß nicht warum. Wir sprechen, wir leben über den Erde, aber wir wollen immer fliegen. Ne? Ne? So ungefähr. Ne? Das heißt, kannst du dir auch vorstellen, was ich mir vorstelle jetzt, solange es noch Krankenhäuser gibt, die sind ein Krankenhaus als qualifizierte Kraft, das zu machen, dass das viel bewirken würde, ne, als, okay. Magst du das jetzt für uns da einstimmen? Ist für dich okay? Einstimmen. So mit den...
Dankeschön. Also wir spüren jetzt die Vielfalt, ne? So dass jeder was anderes hat. Mir fehlen einfach diese Dimensionen, wo viele Energien wirken, ne? Nicht nur eine. Ne? Und da multipliziert sich alles. Darf ich dich fragen, Jan? Eben, dass wir, also ich fühle mich schon beschenkt von das, was hier geschieht. Ne? Mehr, wie wenn ich jetzt 2 Stunden sprechen würde, wenn das okay ist. Ne? Weil mehr ist nicht möglich, mehr Reichtum ist nicht möglich, als so, wie wir es jetzt tun für mich. Eben, wenn wir jetzt, also ich habe das bei dir erfahren dürfen, dass du einfach die Aufgabe oder den Spaß oder die göttliche Glück gehabt hast, dich mit Bäumen zu verbinden. Ne? Und wenn du hier uns, hier einen Baum, den du hier jetzt für uns fühlst und deren Eigenschaften uns beschreiben möchtest oder was weiß ich, was du einfach bekommst. Dann, ne? Ja, es passt ja sehr gut zu dem Thema vom Leonardo, denn es geht bei den Bäumen ja auch zu einem ganzen starken Teil um die Verwurzelung, um diese tiefe Verbindung mit der Erde, und die Bäume zeigen es uns ja, die haben die Äste nach oben zum Himmel und die haben die Wurzeln nach unten zur Erde. Und für mich ist es so, dass wir als Menschen genau diese Funktion, dieser Verbindung, dieser Leiter im Idealfall sein sollen. Und ich merke es, wenn ich in die Natur gehe, speziell zu den Bäumen gehe, dann ist diese Verbindung wesentlich leichter als irgendwo im normalen Alltag, im normalen Leben. Und ich habe mehrere schöne Bäume bei mir und einen Lieblingsbaum, da wo der Cheat auch war mit mir, das ist eine Linde. Und diese Linde, die hat einfach so eine ganz weiche, schöne Energie, so eine herzöffnende Energie. Und das Interessante ist ja, dass die Natur uns ja schon zeigt, sie zeigt es uns ja, wenn wir es wahrnehmen, denn die Linde hat ja Herzblätter. Und wenn ich bei der Linde stehe, dann spüre ich so eine ganz weiche, schöne Energie durch mich durchströmen und ich merke, wie es da vorne weit wird, wie es aufgeht. Und wenn es mir nicht gut geht und ich lehne mich nicht mal an die Linde, sondern ich komme bloß in dieses Energiefeld der Linde, innerhalb kürzester Zeit, 10 Sekunden, 20 Sekunden, spüre ich schon eine Erleichterung, die bei mir eintritt. Und ich glaube, dass jetzt für uns Menschen es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns wieder rückverbinden mit der Natur, wieder auch mit der Geschwindigkeit der Natur, was eigentlich eine Endgeschwindigkeit ist, weil die ja sehr langsam ist. Und durch dieses Nahekommen, durch diese Verbindung dieser Energien, die hier auch strömen, verbinden wir uns wieder mit dieser Langsamkeit. Und ich sage immer, Gott ist langsam. Für mich geschehen die Wunder dann, wenn ich in dieser Langsamkeit bin. Wenn ich zu schnell bin, passieren die Wunder schon auch, aber ich bin schon weiter und das Wunder ist hinter mir und ich erfahre es nicht mehr. Und durch diese Anbindung an diese Bäume oder durch diese Verbindung mit den Bäumen bin ich automatisch in dieser Langsamkeit. Und ich merke es auch lange Zeit noch im Nachhinein, wenn ich dann weggehe und wieder ins normale Leben, in den Alltag wieder zurückgehe, dass ich viel, viel langsamer, viel leichter und viel, ja, liebevoller ins Leben gehe. Ich sehe dann die Schönheit, für die ich zuvor vielleicht nicht gesehen habe. Aber wir wollen auch was davon haben. Deswegen ist meine Einladung, wenn du die Linde hier manifestieren kannst, in den Formen, die deine Magie oder deine Wesen einfach erlauben, und dass du als Linde für uns sprichst und wirkst. Ich habe jetzt eine andere Idee. Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe jetzt gerade diesen Impuls gehabt, ich stelle mich hin als Linde. Und es kann einmal einer oder eine, du hast ja viele Frauen um dich, da müssen wir nochmal reden, wie du das machst. Und es lehnt sich eine oder einer an mich an und dann schauen wir mal, ob das so auch funktioniert. Und ich verbinde mich jetzt erstmal mit der Linde. Ich habe das auch noch nicht gemacht. Das ist jetzt ein Test. Test, Test. Meine Vermutung war immer, dass der Baum sich auch die Person aussucht,
Wie ich an sie lehnt. Ja, dann komm. Gut, es war offensichtlich so direkt, ja. Okay. Also ich stelle jetzt, warte mal ein bisschen die Frage. Ja, ja. Wie gesagt, so ein Test, ich weiß es jetzt noch nicht. Also was ich immer mache, ich setze mich dann an die Bäume, an die Füße. Ja, das können wir jetzt auch mal machen. Setz dich einfach mal hin, ja. Bist du schon Linde? Ja, okay. Umsonst und nicht von ungefähr ist ja in vielen Dörfern die Linde der Mittelpunkt des Dorfangers und alles versammelt sich um die Linde. Und die ganze Zeit habe ich auch schon dran gedacht. Verschiedene Wörter sind auch davon abgeleitet. Etwas lindern oder ein lindes Lüftchen oder ja. Der Baum der Liebe und Gerechtigkeit heißt es auch. Da. Das hängt schon damit zusammen. Lädt geradezu ein. Vielen Dank. Sogar die Temperatur hat gestimmt. Die Füße waren so kalt, wie der Boden sich anfühlt, ja, wenn es ein bisschen klamm ist. Und ich habe sofort das Gefühl, dass es anfängt zu fließen hinten. Also, so habe ich in meiner Kindheit immer gelesen, immer angelehnt am Baum und dann, ja, das Buch vor mir, es war wie so ein Natursessel. Und dann, damals passte ich in so zwischen zwei Wurzeln rein, ja, die so seitlich abging, es war wie so ein Sessel. Mhm. Vielen Dank. Also das ist quasi wie auf den Baum drauf gehen oder sich annähern und die geben irgendwie Signale, ja, ich nehme dich jetzt auf oder irgendwie kurz bevor man sich hinsetzt, macht man doch einen Bogen und setzt mir dann doch einen anderen. Also das ist schon, die spüren das. Überfluss an Informationen ständig. Also für mich war jetzt schon hart zu spüren. Ne? Ne? Wenn jemand was sagen möchte. Also ich habe auch eine angenehme Frische gespürt auch. Ich konnte mir wirklich die Linde hier in den Raum holen. Du warst die Linde, ganz ohne Zweifel. Und ich habe es einfach auch auf der Haut. Ich habe auch diese Frische gespürt und auch wirklich Herzöffnung. Das war ganz klar. Mhm. Danke. Danke an die Linde. Ja,
habe mich schon gerade gefragt, Jeet, ist okay, weil du wolltest einen Vortrag halten und so, dann zweifle ich immer. Ne? Aber ich finde das so reich, sollte es mindestens sein, dass wir Verschiedenes mit einbeziehen. Ne? Ich bin nicht drunter gewohnt, ne? Wenn ich nur sprechen würde. Das wäre. Ja? Schön, ja. So ein Tag ohne so ein Reichtum. Okay. Ja, was sich entwickelt hat, Maren, das spürst du. Ne? Vielleicht, wenn du, möchte ich keine direkte Frage stellen, wenn du oder wenn es etwas gibt, wo wir jetzt uns mitteilen kannst oder wissen sollten, kann was kommen, muss nicht kommen, aber ich frage, ich bitte dich dazu. Für den Prozess in dem Moment, wo wir jetzt sind. Mein Gefühl ist meine Ungeduld. Du hast vorhin gesagt, wir sollen immer die Zeiten achten. Das war sehr wichtig. Ne? Und trotzdem, in diesem Prozess, wo wir jetzt sind, worauf können wir noch achten? Wie können wir das optimieren? Oder welche Schritte können wir noch machen, um in diese goldene Schüssel reinzugehen, die mit uns ist? Gott zum Gruße, wir sprechen hier aus den Reichen der Sternengalaxie, die hier auch eine reichhaltige Anzahl von Vertretern haben, die gerne euch lehren und unterrichten in den neuen Wegen der neuen Zeit. Denn wir sind sehr daran interessiert, dass ihr neue Technologien hier auf dieser Erde installiert, denn wir haben lange Jahrhunderte, Jahrzehnte, Jahrtausende diese Dinge praktiziert, um unsere planetaren Systeme weiterentwickeln. Und das ist etwas, wo wir dienen können, das ist etwas, wo wir unterstützen können, wo wir dieses gerne tun, um euch zu Dienste sein, um euch behilflich zu sein, eben dieses hier auf die Erde zu bringen. Es ist so, dass ihr noch viel weiter vorausgehen könnt in diesem Empfinden, in diesem Wissen. So wie ihr eben schon praktiziert habt, so wie ihr eben gesehen habt, ist es möglich, neue Dimensionen der Information zu eröffnen, zu ermöglichen. Und dies ist ein reichhaltiges Feld, ein großes Feld. Dies ist etwas, wozu wir viel berichten können. Doch wir wollen für jetzt diese Sequenz, diesen Ausschnitt, uns auf eine Essenz dessen beschränken. Es ist so, dass quasi eine Schulung eures Nerven- und Wahrnehmungssystems bedarf. Und dieses geschieht wahrhaftig, wie schon gesprochen wurde, durch das Praktizieren. Das heißt, wenn ihr in einer Gemeinschaft von Wesenheiten anwesend seid, die verschiedene Qualitäten haben, die verschiedene Ausdrucks- und Wahrnehmungs- und Potenzialqualitäten haben, so könnt ihr diese gemeinsam weiterentwickeln. Das ist so, wie wenn ihr ein neues Quantenfeld damit eröffnet. Ihr bringt eure Sichtweise, eure Wahrnehmung, eure Qualität hinein und in dem Moment ist es so, wie diese Information in das gesamte Magnetgitterfeld der Erde hineingegeben wird. Und so ist es nicht nur für euch dienlich, sondern damit ihr dieses wisst, eröffnet ihr eine neue Dimension,
ein neues Bewusstsein. Das heißt, durch das Praktizieren desselben, und das bedeutet auch ein regelmäßiges Praktizieren, wird sich jedes Mal die Frequenz erhöhen und wird sich jedes Mal sozusagen ein Abdruck in diesem Magnetgitterfeld ergeben, sodass ihr sozusagen eine neue Matrix für ein neues Leben und Arbeiten auf dieser Erde erstellt. So ist dies eine gute Tätigkeit, eine gute Zusammenkunft, und wir ehren diejenigen, die bereit sind, sich als Pioniere hier auf den Weg zu machen, um diese neuen Wege zu entdecken. Wir sagen aber auch, dass es für euch nicht so ganz neue Wege sind, denn in alten Zeiten habt ihr diese Dinge schon einmal praktiziert, sind sie in eurem Zellgedächtnis gespeichert. Und so ist es, dass ihr, wenn ihr beginnt, die Türen und die Tore zu öffnen, ihr sehr schnell Zugang haben werdet zu neuen Dimensionen. Was der Unterschied ist, ihr werdet eine neue Verknüpfung machen. Das heißt, es ist keine Wiederholung der alten atlantischen, lemurischen und außerplanetaren Zeiten, sondern es gibt eine neue Kombination, eine neue Matrix wird erstellt, nicht eine alte wiederholt, denn bestimmte Strukturen werden nicht mehr hineingenommen werden, doch ihr könnt etwas anknüpfen an die Fähigkeiten, die schon in euch installiert sind, die in euch vorhanden sind. Und so ist es gut, wenn ihr dieses praktiziert. Wir möchten gerne noch die Möglichkeit geben, hier noch einmal nachzufragen. Wir sind gerne bereit für eine weitere Auskunft. Des Nervensystems, ob da genauere Informationen folgen können. Es ist so, wie schon eben gesagt wurde, wenn ihr hier praktiziert, diese Art von Anwendungen, die ihr eben schon mit euren Talenten begonnen habt, wenn ihr dieses praktiziert, dann ist es so, dass eine Frequenz sich stabilisiert in euren Nervenfasern und dadurch gewisse Informationen von den Synapsen weitergegeben werden. Dadurch ist es so, dass sich neue Nervenfasern bilden. Es ist wie so kleine Verästelungen, wie du vorhin von den Bäumen gesprochen hast. So ist es sie, dass es neue Triebe gibt, neue Vernetzung gibt. Es ist so, dass neue Felder in den Arealen des Gehirns dadurch entstehen, neue Verknüpfung, neue Vernetzung. Und diese geschehen dadurch, dass ein Reiz hineingegeben wird und dann dieser Reiz immer wieder wiederholt wird in neuen Variationen und dadurch ein neues Nervensystem erstellt wird und dadurch ihr in der Zukunft andere Arten von Wahrnehmung haben werdet, als es jetzt zu diesem Zeitpunkt habt. Bedeutet das, dass alle unsere Anstrengungen, neue Systeme zu erschaffen, neue Gesellschaften, neue Wirtschaftsstrukturen, dass das alles nur auf dieser Ebene sich verändern kann, wenn wir in dieser Form zusammenarbeiten? Es ist so, durch verschiedene Gruppierungen hier auf diesem Planeten, die zusammenwirken und etwas Neues praktizieren, diese neue Matrix erstellt wird und dann sozusagen als Vorbild dann dastehen kann und als neuer Weg gebahnt wird, dem dann andere folgen können. Was aber der Punkt ist, es ist genauso in den anderen Systemen, so wie ihr dieses hier tut. Es geht darum, nicht nur über die Dinge zu sprechen. Wenn ihr sprecht, ist dies noch nicht in eurem Körpersystem integriert und auch, wie vorhin gesprochen wurde, nicht in dieser Frequenz, die in die Erde geht. Das heißt, die Erdstrukturen verknüpfen sich nur dann, wenn ihr wirklich in die reale, praktische Umsetzung geht. Das heißt, jedes Projekt, jedes Modul, was zum Beispiel ein neues Geldsystem schon praktiziert, installiert dieses neue Geldsystem als mögliches Vorbild
möglichen Wegweiser auf dieser Erde. Ist es so, dass eine Gruppierung von Menschen eine neue Gesellschaftsordnung ausprobieren, ist dies ein mögliches Vorbild auf der Erde. Und so ist es, dass Puzzlestein für Puzzlestein sich die neuen Ordnungen auf der Erde festigen. Und natürlich ist es auch so, dass Gruppierungen dabei auch manchmal Umwege oder Irrwege gehen. Aber das ist der Prozess der Entwicklung der neuen Systeme und er geschieht dadurch, dass ihr es praktiziert und nicht dadurch, dass ihr es besprecht. Niemand eine Frage. Ja, ich habe noch eine Frage zu dem Praktizieren. Das Praktizieren, verstehe ich es richtig, jede und jeder Einzelne von uns für sich und in der Gemeinschaft, damit eben die neuen Verknüpfungen wirklich in den Fluss kommen können. Ist das richtig so? Das heißt, zum einen ist es wichtig, dass ihr Stück für Stück eure Persönlichkeit so entwickelt, dass sie integriert ist in der Gemeinschaft mit euren Seelenstrukturen. Das heißt, dass ihr euch entwickelt zu den göttlichen Wesen, die ihr, wie du weißt, wahrhaftig seid. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wirklich ihr nur in der Gemeinschaft, denn ihr seid eine Einheit, ihr seid nicht getrennte Wesen, nur in der Gemeinschaft das Neue entwickeln könnt. Und wir sagen noch einmal, es gibt viele Menschen auf diesem Planeten, die Visionen haben, aber die sprechen und die nicht danach leben und die es nicht umsetzen. Das heißt nicht, dass ihr das alles gleich leben müsst. Das ist auch zu viel verlangt von euch. So verlangt auch dieses nicht gleich von euch, dass ihr in allen Bereichen gleich die neue Ordnung lebt. Fangt im Kleinen an. Das kann schon auch mit dem Nachbarn sein. Das kann mit dem Partner sein. Das kann in der Familie sein. Das kann mit Freunden sein. Es müssen nicht die großen Systeme in der Öffentlichkeit gleich sein, sondern ihr könnt dies zum Beispiel in einer Gruppe mit Freunden schon beginnen zu praktizieren in einem neuen Umgang. Und ihr werdet merken, dass wenn ihr dieses praktiziert, in euch neue Gefühle entstehen, in euch neue Körpergefühle entstehen, neue Ideen entstehen, neue Resonanzen entstehen, dass sich etwas verändert und ihr still und leise und fast unmerklich merkt, dann, dass euer Leben sich wandelt. So wisset, es müssen nicht immer die großen, heroischen Projekte sein, sondern die Erde ist einfach auch das alltägliche Leben, das schon immer in den Stillen der Gebirgen, in den Stillen der wilden Wäldern praktiziert wurde. Es existiert schon vielfach auf eurer Erde, nur in euren Wirtschaftssystemen habt ihr euch wieder von dieser Art der Zusammenkunft entfernt und nun ist die Zeit, dass ihr euch wieder annähert, um wirklich miteinander im sozialen gemeinschaftlichen System euch zu unterstützen und gemeinsam den Weg zu gehen. Beantwortet zum Teil eine Frage, die sich mir gestellt hat. Du sagtest und auch Chit sagte, wir haben dieses Können, diese Praxis in unseren Zellstrukturen, in unserem Zellerbe informativer Natur eigentlich verankert. Wir sind nur aus der Übung gekommen und haben es lange nicht praktiziert. Was ist deiner Meinung nach die Hauptursache für diese Pause in der Praxis im Umgang miteinander? Was war der ausschlaggebende Faktor, dass es zu dieser Unterbrechung, zu diesem Break kam?
Wir möchten euch mitteilen, es ist nicht unbedingt als eine Art der Unterbrechung zu betrachten. Es ist so, dass dieser Planet eine Laufbahn der Entwicklung durchgemacht hat und damit auch die Menschheit auf diesem Planeten. Und diese Entwicklung hat ihren Sinn gehabt, weil bestimmte Erfahrungszyklen dadurch vollzogen wurden und dadurch eine neue Art des Menschseins sich entwickeln wird. So ist noch einmal, wie wir heute schon in diesem Tage gesagt haben, dieses nicht schlecht. Es ist noch einmal zu sagen, dass wir heute schon mitgeteilt haben, dass die Vergangenheit wertgeschätzt werden darf, weil sie hat euch zu diesem Punkt gebracht. Durch diese Dunkelheit musstet ihr gehen, um bestimmte Erfahrungen zu finden und jetzt wieder in die Verantwortung zu gehen, euren Lichtkörper wieder ganz zu integrieren, damit ihr im hellen Lichte strahlt und wieder zu der Einheit des Lichtes werden könnt. So ist dies eine sinnvolle Phase gewesen, die euch bestimmte Erfahrungen und Prozesse ermöglicht hat und dann in euch wieder so stark, dass das Bedürfnis und den Wunsch zu wecken, wieder in diese Gott-Mensch-Verbindung hineinzugehen. Und so ist es deshalb so, dass alles vorhanden ist, doch jetzt ist es so, dass die Frequenzen ansteigen auf diesem Planeten und damit auch in eurer Zellstruktur. Und das heißt, Stück für Stück, wenn diese Frequenzen sich wieder einstrukturieren, dann ist es so, wenn sich Türe und Tore öffnen und ihr wieder Zugang habt zu den ganzen Informationen, die lange vor euch verschlossen waren. Und das ist ein Grund zur Freude und ein Grund zum Jubilieren. Und so ist es so, dass ihr zu allen diesen Dingen wieder Zugang bekommt, weil ihr dann mit einem neuen Bewusstsein damit wirklich nur noch zum Wohle der Erde wirken werdet und zum Wohle der Gemeinschaft. Und sobald dies möglich ist, für jeden Einzelnen werden sich alle Tore öffnen, sobald dieses Innere sich der Erde hinzugeben, dem Leben und dem Planeten und der Menschheit zu dienen und nur zum höchsten Wohle von allem zu wirken. Damit ist das die Eintrittskarte in das sogenannte Himmelreich, in das sogenannte Paradies, das aber nicht woanders ist, sondern wirklich hier auf dieser Erde. Ich danke dir, das war sehr erhellend, die Information. Wir danken dafür, dass wir die Gelegenheit hatten, hier durch dieses Wesen uns äußern zu dürfen, dass ihr Fragen gehabt habt, die wir beantworten durften, weil wir gerne zu Diensten sind und uns sehr freuen, wenn wir Unterstützung dürfen und hier helfen dürfen, damit ihr wieder in diesen paradiesischen Zustand gelangen könnt. Wir danken sehr für die Aufmerksamkeit und wir danken sehr, dass diese Gelegenheit uns gegeben wurde. Gott zum Gruße. Amen. Möchte sagen, wo ich der Meister bin. Ne? Ich bin der Meister in das Gleichgewicht zwischen all und die Zusammenarbeit. Das kann ich perfekt, ne? Weil ich übe das seit Jahrzehnten. Ne? Und so wie die Natur in diesem totalen Reichtum zu sein. Und natürlich, egal auf welcher Ebene, ob du uns jetzt ein Bild schenkst, es gibt keine Ebenen. Ne? Ein Bild oder ein Song oder ein Gefühl, egal. Ne? Es gibt keine Hierarchien einfach auch in diesem. Und darauf basiert sich für mich die Potenzierung der Informationsmedizin. So Dimensionen zu schaffen, wo niemand
denken würde, oh, ich bin jetzt zu doof oder zu klein oder so. Ne? Und dieses Feld, so, das ist das, was ich gut kann. Und womit ich einfach diese Ermächtigung auf alle Ebenen bereit bin, wenn es die Zeit ist und wenn es einfach auch mein Dienst ist, das zur Verfügung zu stellen, im Sinne, dass ich mich einfach auch zurückhalten kann und nicht nur mein Ding mache. Ich wäre doof, wenn ich nur mein Ding machen würde, würde ich all dies verpassen. Darf ich dich was fragen, was du jetzt einfach kannst, einfach uns... Ja. Ich wollte einfach nur sagen, wie bewusst mir geworden ist, dass eine göttliche Ergänzung ihr beide seid. Das ist sowas von genial, ist mir gerade eben so bewusst geworden, so diese Verwurzelung, diese Präsenz, diese so und dann deine Präsenz, dieses, ja, unglaublich, also könnte nicht, das wollte ich einfach nur aussprechen. Das ist mir einfach jetzt so klar geworden, ganz, ganz schön, ja. Schön, dass ihr euch habt und dass ihr euch gefunden habt. Danke. Ja, Wurzel und Flügel ist ein genau. Also und beide, und beide, und beide, aber wirklich zu 100%. Also nicht irgendwie, könnte nicht sagen, du bist die bessere Hälfte und so, sondern so beide so total, total in der Präsenz, so zu 100% und beide zusammen auch nochmal, also einfach toll, göttlich. Ganz schön. Schön. Das sollte jetzt gesagt werden. Dankeschön. Danke. Ja, einfach, was du uns jetzt schenken möchtest oder was du im Überfluss hast oder was sowieso nicht mehr zurückhalten kannst. Ich war jetzt einigermaßen ja, fast platt oder konsterniert über deine medialen Fähigkeiten. Und es erinnerte mich jetzt gerade an eine Meditation mit, oder einen Vortrag eigentlich von Harald Westbecher, wo er als Harald II auftrat und dann auch als Medium fungierte. Und da fühlte ich mich jetzt so zurückversetzt, dass ich geradezu innerlich, ja, ein Engländer würde vielleicht sagen, astonished, also irgendwie total versteift war und völlig baff. Und ich freue mich jetzt aber, dass quasi so eine tröstende Erleichterung sich meiner bemächtigt hat, dass wir nicht alle einen Fehler gemacht haben bisher, wenn wir unsere Erkenntnisse und unsere Informationen auf anderem Wege gewonnen oder von außen haben auf uns einstürmen lassen, sondern dass wir einfach diesen Reifeprozess brauchten, um jetzt umso stärker und umso aktiver loszustürmen. Und ja, wovon bin ich voll? Ich bin im Moment voll mit einer Lehre, die auszufüllen ist, die nach Sinn sucht, die nach sinnvoller Betätigung sucht. Deswegen bin ich ja hier. Wenn ich keine Muße, keine Zeit und diesen Freiraum nicht hätte, dann hätte ich heute Abend nicht kommen können. Und deswegen freue ich mich, so viel Input und so viel Trost zu kriegen hier und so viel ja, Inspiration und Bestätigung, dass das das Richtige ist, was wir hier tun. Und da ist die Freude einfach riesig. Selbstverständlich ist uns diese Leere, diese Erde, die voll befruchtbar ist. Genau. Wow. Gibt es nicht mehr viel davon heutzutage, ja, ist mir eben, schon klar. Ja, ja. Ist auch kürzlich erst frei geworden. Also es war bisher besetzt, das Feld. Also, und kannst du uns jetzt auch, dass wir das richtig in unserem Körper fühlen, diese Erde, die befruchtbar ist, dass wir das in 1-2 Minuten mit dir, das richtig, das ist Informationsmedizin, nicht das Erzählen nur, sondern das einfach auch, das uns spüren lassen, in den Formen, die du für richtig hältst. Und auch wenn es nur Stille ist. Dazu müssten wir eigentlich uns alle in den Kreis setzen und an den Händen nehmen oder umarmen, um dieses Feld, diese Fläche, diese, ja, wie du vorhin formuliertest, Schüssel uns körperlich vorzustellen. Aber vielleicht können wir es uns auch so imaginativ
vor Augen führen. Also ein Rund, ja, natürlich alle, die hier da sind, nicht nur du allein. Die gucken werden, die nächsten 100.000. Und die Fernsehzuschauer auch. 100.000 ist süß. Ich stelle mir einfach eine ganz große Schale vor, ganz tief und ja, aus der Erde hervorkommend, also gar nicht aus Ton, Terrakotta, Steingut oder irgendeinem anderen Material, sondern auf einmal erwächst aus der Erde eine Art Kelch, der Blüten und Blumen im Zentrum hat, die wiederum durch den Kelch in der Erde verwurzelt sind. Aber in den Kelch passt noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Und der hat Kapazität frei, um aufzunehmen, was immer rein will und gibt dann natürlich auch durch sein eigenes Erdsein diese Energie an die Blumen oder an die Tiere, die kommen oder an die Wesenheiten, die in seine Nähe kommen, weiter. Diese Energie strömt rein und raus, das ist ein Geben und Nehmen, ein Austausch und gleichzeitig ein Halt. Und das ist für mich jetzt einfach ein schönes Bild, diesen Zustand zu verankern. Durch deine Stimme konnte man das spüren. Mhm. Ja. Also es geht über die Stimme. Ja. Also traue dich auf der, was ich, wo ich den Unterschied sehe, ob wir darüber erzählen oder ob wir es erzählen. Und ich sage immer, ich war Referent beim Weltsoziologenkongress. Die haben das nicht verstanden. Ich habe gesagt, mein Vortrag, es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Können. Ne? Der Vortrag ist seit langem auf Englisch, oder? Mhm. Aber irgendwie in das, das Thema war Innovation, Dealing with Innovation. Ne? Und ich habe gesagt, gut, Innovation ist, wenn es von innen kommt, ist es neu. Ne? Aber Wissen ist nicht Können. Das war in einer Uni, in einer großen Uni, ne? Weltkongress. Das Wissen nicht Können ist, wer weiß, kann nicht oder wer muss es erstmal können. Das ist der Unterschied. Dass wir oft diese Grenze einfach auch schauen bei uns. Erzähle ich jetzt oder spürt mich der andere? So in diese totale Schulung. Mein, ist nicht so einfach, ne? Ich gehe einfach auf, aber oft zwischendurch erinnere ich mich und dann gehe ich einfach ein, oh, wenn ich rede, dann rede ich mit meinem ganzen Sein. Und das zu lernen, immer zu vermeiden, immer mehr zu vermeiden, mental zu reden, das bringt nichts. Ne? Besonders die anderen werden müde, wenn ich so. Ne? Ja. Und werden alle genährt von das, was ich sage. Was für mich immer relevant ist, diese Herleitung, Begeisterung kommt von Geist. Nur geistvolles und empfindendes Reden kann Leute begeistern. Ich kann nur anzünden, wenn ich brenne. Ja, genau. Und ich merke es ja selbst, wenn ich mental oder wie du sagst, also rein verstandesgelenkt spreche, dann ist das mehr oder minder monoton und irgendwo, nun ja, rhetorisch nicht wirklich interessant für die Zuhörer. Aber wenn ich mir dann das vor meinem inneren Auge vorstelle, was ich empfinde, was ich imaginiere, dann kann ich das völlig anders rüberbringen. Dann ist die Tonalität, die Melodik eine andere und dann habe ich völlig andere Möglichkeiten, mich auch auszudrücken und das spürt man ja selbst. Und diese Begeisterung, wo der Geist sprühen und strahlen kann, das ist wichtig. Also das hast du uns jetzt beigebracht. Stell dir vor, gerade das, was du sagst. Ne? Visualisiere es und erzähle es so. Ne? Genau. Schön, werde ich auch machen. Ja. Im Chat, also ich bedanke sich immer wieder mal auch mit den Aktionen, mit dem Singen und so. Und jetzt, die Charles schreibt, sehr direkter Kontakt, so wie wir hier spielen dürfen, jetzt mit uns. Das ist wahrlich der Himmel auf Erden. Danke. Odyssee, der morgen auch dazu kommt. Ja, das war echt wow. Mir war nach ganz großer Gruppenumarmung und gemeinsames Kuscheln mit unserer Mutter Erde. Schön. Eben, ich habe gestern, ich denke, diese Sachen, diese Freiheit haben wir beim Autofahren, kurz vor dem Gewitter,
Ich bin einer, der immer ausgespielt ist. Schon zur Geburt, ich wollte nicht. Ich wollte zurück. Ne? Habe ich das richtig gesehen? Eine Kraniosakrale. So wieder auf die Wolke. Wer will denn schon? Ne? Als Versuch der Abtreibung. Ne? Und gestern so richtig, okay, jetzt komm auf die Erde und fang an Informationen. Ne? Ja, ich Erde, ich kann das nicht. Das können andere besser. Ich bin immer... Ne? Nein, das ist deine Arbeit. Jetzt wirst du alle Sendungen machen mit der Erde, Verbindung mit der Erde. Alle Planeten sind Wesenheiten, verbinde dich mit allen Wesenheiten, fang an mit Merkur an, so solche Sachen. Ne? Und fang an, die Planeten nicht mehr eben mit Raumschiffe, sondern es sind Wesenheiten, die da sind. Ne? Und nimm die Schulung von alle Planeten an, so wie es jetzt ist und nicht nur astrologisch gesehen, was jetzt geh in Verbindung mit. Und können wir die Expedition auf Mars und so weiter uns ersparen. Wir wissen viel mehr, wenn wir uns jetzt verbinden. Wir wissen, die chemische Komposition auf Mars wäre das Leichteste, wo man landen kann, oder wo, wie, was, das können wir alles. Das haben alle Kulturen, die Sumeren, die Maya, die wussten, also fangen wir an, Kultur zu entwickeln. Aber wir müssen aussteigen aus unser Ego, aus unserer Falle. Und diese Strukturen entwickeln, wo jeder, wow, 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 in seine Art, egal wie, wo, was, alles gesehen wird, ob Vergangenes oder Gegenwart oder was einfach kommt. Die Wertschätzung. Jo, haben wir noch Zeit oder ist es schon vorbei? Es ist 21:23 Uhr. Also, was haben wir gesagt? Oder nichts gesagt. Ja, danke. Ja. Das ist einmal Klarheit. Also, ich würde vielleicht, wenn Sabine sagt, dass Ergänzendes, weil jetzt ist wirklich alles ergänzend, ne? So in der Reihenfolge, alles was gemacht wird, ne? So mit einem Tanz, das was du sonst, was man sonst nicht in Worte sagen kann. Muss du umziehen oder wie? Jetzt mach Modeshow. Immer zwei Koffer mitbringen. Ist noch Schmerz? Sagst du, um nicht in die Mitte zu kommen, oder? Wow. Oh, das ist total. Ein bisschen Glücksgefühl. Ja, nehmen wir ein bisschen Glücksgefühl. Oh, noch ein bisschen mehr. Dankeschön. So kurz. In ganz hoher Potenz. Ist es Glück, Doris? Glücksgefühle? Uneingeschränkte Glücksgefühle, was Doro ausstrahlt? Wen fragst du? Welche Doro fragst du jetzt? Ja. Wahrscheinlich deine spontane Tanzeinlage, oder? Dass du froh bist, dass du das nicht mehr so gut tanzen kannst. Bist du mit Sabine tanzen? Nein. Sabine kann das gut alleine. Ich dachte, du sagst, kann besser tanzen oder so. Hätte ich ja. Aber gut strahlen kannst du. Ja, ich strahle. Ich strahle und du tanzt. Okay, dann tanz für Doro, damit das Strahlen von Doro auf uns niederprasselt. Ja? Ja. Also,
Lebendigkeit. Oh! Oh! Lass mich nicht allein damit. Oh! Das ist so viel für mich alleine. Nehmt mir was ab. Oh! Ich hab genug. Genug. Oh, es sprudelt nur so. Bitte nehmt. Und ich schenke und es kommt immer wieder nach. Ja. 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 So viel ihr wollt. Es ist genug da. Immer und immer wieder. Das tut euch gut und vor allen Dingen tut es mir gut. Wow. Und ich werde leichter und werde immens dadurch beschenkt. Dankeschön, Dora. Aber halt dich auch ein bisschen zurück. Ne? So in meinem Alter so. Steht gerade schon. Ich glaube, Dora ist Energie gerade dafür. Das ist ein tolles Feuerwerk. Ja. Ist dann auch schön beweglich, Sabine. Ja, Dora, da kommen wir hin. Ne? Ja. Wenn das ist, dann also, ja, ich weiß, außer die Waldfee, sage ich dann. Was meinst du? Außer die Waldfee. Ja. Ja, genau. Genau, ja, ja. Nee, ja, du hast so gemacht. Nein, also, die Kamera ist schwer. Ja, ich weiß. Ich komme ja nicht rum. Ja, ich weiß. Also ich habe, es kam jetzt, ich denke, es hat deine Seele zu mir. Kann ich mal hören? Also, ich kam einfach auf. Wie heißt du? Christa. Also, der große Meister kann punktieren. Wenn du punktiert werden möchtest, das heißt, in Energiepunkte, in dein elektromagnetisches Feld, die von Meister Erik punktiert werden, oder richtet sich alles wieder so auf 1000 Ebene gleichzeitig. Ne? Ich glaube nicht, dass er sich jetzt weigert. Ne? Ich kann auch fies. Das hat mir jetzt die Supriya beigebracht. Ich hatte mich immer zurück, darf ich und so. Die eine hat uns am Mittwoch beigebracht, wie ich das klingt da ganz so komisch, ohne Mikro. Alles so natürlich. Ja. Das macht eigentlich die Kamera. Ich kann das nicht. So viel kann es sein, ja. Darf ich? Ja. Gut. Dann entspanne dich und gebe aber Gegendruck. Es könnte etwas wehtun, möglicherweise. Mhm.
Ja, wie neu. Ja. Wow. Wirklich ein tolles, neues Gefühl irgendwie. Spannende obwohl das gar nicht kann, wie er gesagt hat. Ja, was ist passiert? Ich mach gut. Ja, danke schön. Eben, das sind Sachen, die Moment, die muss ich nicht. Die einzige Schulung ist, diese Sachen zu tun. Also oft in 10 Minuten kriegt man schon raus, was jemand auch machen kann, direkt. Ne? Ist das, was ich jetzt im Moment mache. Und so vielleicht ein Gedanke über den Geiz ist geil. Ne? Hier ist eine Schüssel. So wie ich das verstanden habe, auch von Malen, in dieser Schüssel ist nicht drin. Ist nichts drin. Das heißt, wenn wir uns 25 Stunden täglich beschäftigen, wie man die Schüssel voll macht, alles, was wir in die goldene Schüssel reintun, sagt man nicht, aber ist es so, kommt tausendfach zurück. Alles, was wir aus der Schüssel rausnehmen wollen, bekommen wir tausendmal weniger. Habe ich es gut gesagt? Damit wollte ich abschließen, oder? Das, ja. Ja. Dankeschön und nochmal die Einladung. Jetzt ist wirklich die Zeit, so zu wirken. Und jeder, der kommt, schenkt auf seine Art, macht etwas in diese Schüssel. So. Immer weniger frontale Sachen. Es gibt nichts zu lernen. Es gibt nur den Raum, wo jeder etwas reintut. Tut es einer nicht, kann das Ganze vielleicht kippen oder auch nicht. Und ja, einfach zu entscheiden, wo man Energie gibt. In diesen Raum kommt für mich, wie immer, seit immer, tausendfach alles. Nicht zurück, ja, für alle. Jo, bis morgen. Morgen kommt auch nichts, aber sag mal so. Bis heute. Dankeschön, Judith, für deine. Danke. Gerne. Danke. Yeah. Ja, dieser gesegnete Raum. Aber zum Mitmachen können wir auch tunen. Yeah.
dem Ton könnte ich die ganze Nacht baden. Hm? Das hätte nicht die ganze Nacht. Was wird anstrengend. Das bin ich mir übrig. Das würde ich nicht die ganze Nacht aushalten. Und Eukalyptus. Okay. Eukalyptus. Holz. Keine Linde. Kannst du jeder seine Kraft ist Eukalyptus. Das kennen wir noch nicht. Beim nächsten Mal. Ja, muss ich erst finden. Dann bist du ein Koala-Bärchen. Hm? Dann bist du ein Koala-Bärchen. Ja. 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 Dankeschön. Diese Welle können wir Tag und Nacht haben. Also wir müssen jetzt nichts schließen. Das ist ein Geheimnis. Nicht weiter sagen. Nur für uns. Nein.